Mein Name ist Petra Kahlfeld. Ich bin 1960 in Kaiserslautern geboren. Ich war meine ganze Schulzeit in Internaten. Das hatte verschiedene Gründe, das hat mich aber sehr geprägt. Ich bin dann 1979 nach Berlin gekommen mit meinem Wunsch, Architektur zu studieren. Wobei Berlin nicht mein Wunschort war. So als Süddeutsche, ja, orientiert man sich ja dann eher an die Schule nach Karlsruhe, Stuttgart, Darmstadt. Das hätten meine Eltern auch gerne gesehen, natürlich. Aber so bin ich nach Berlin dann geschickt worden mit der ZVS und das war eine der besten Schicksalsereignisse in meinem Leben, das muss ich wirklich sagen. Weil einmal in Berlin angekommen, möchte man dann auch gar nicht mehr gehen. Wenn man dann geht, nur nach Italien. So war ich dann eben in Florenz zum Studium und auch nach meinem Diplom hier in Berlin dann an der Villa Massimo als Stipendiatin an der Deutschen Akademie. Ich durfte dann auch in Bologna unterrichten. Aber eigentlich ist Berlin meine Stadt. Das ist mein Temperament, meine Betriebstemperatur. Hier fühle ich mich tatsächlich richtig wohl. Ich habe als Assistentin an der Technischen Universität gearbeitet, bevor ich die Professur dann in Hamburg bekommen habe. Mein Lehr- und Forschungsgebiet ist Bauen im Bestand. Das heißt die Transformation, den Umbau des Bestehenden. Da bin ich tatsächlich Überzeugungstäterin, weil ich das auch als eine sehr wertvolle Aufgabe von Architekten für die Gemeinschaft empfinde. Das ist nicht nur ökologisch, so würde man heute wahrscheinlich dann als erstes darüber sprechen, aber es ist zutiefst emotional. Nach 35 Jahren im Architekturbüro und nach 15, 18 Jahren an der Universität/Hochschule bekam ich dann die Gelegenheit im Dezember 2021 als Senatsbaudirektorin tätig sein zu dürfen. Da hat mich der Ruf ereilt und Sie wissen, wie Frauen darüber nachdenken. Sie denken lange nach, sie prüfen sich, ob sie tatsächlich der Ansicht sind, dass sie dieser Aufgabe genügen. Und meine Entscheidung war dann positiv und so bin ich jetzt eben seit 5 Wochen die Senatsbaudirektorin hier in Berlin in Nachfolge von Frau Regula Lüscher. Das Charakteristische an dem Zentrum, an dem Ortskern, in dem ich wohne, der Ortskern oder der Bezirk hieß früher, heißt ja heute auch noch Friedenau, ist aber heute eben ein Teil von Schöneberg. Friedenau war der kleinste Bezirk Berlins mit wirklich ordentlichem Rathaus und einer sehr, sehr schönen städtebaulichen Figur. Und dieser Ortskern hat ein hohes Maß an Identität für die Menschen, die da wohnen. Wir sind dort als Studierende hingezogen, mein Mann und ich. Wir haben dann beide Kinder im Grunde großgezogen in Friedenau und das ist ein ganz intakter Ort mit der ganzen sozialen und kulturellen Infrastruktur, also über Kindergärten, Schulen, Gemeindezentren, auch die Kirche ist nah bei und im Grunde kann man diese Ortszentren von ihrer Bedeutung her, auch aus der Geschichte Berlins, ja, der Zusammenschluss von ganz vielen Städten und Gemeinden zu Groß-Berlin, am besten erleben, die Stofflichkeit Berlins erlebt man in den Ortszentren. Und da gibt es in Berlin so viele unterschiedliche Charakteristiken, angefangen eben zum Beispiel Frohnau, wo dieser große räumliche Platz ein Zentrum ist. Oder in Lichtenberg, wo die Viktoriastadt mit ihrem Kiez eine außerordentliche Qualität entwickelt. Oder Schöneberg, hatten wir schon gesagt, ums Rathaus herum am Goldenen Hirsch oder ja, Köpenick mit seinem historischen Ortskern, genauso wie Spandau. Das ist tatsächlich in der Textur dieser Stadt sind eingewoben diese Zentren, Ortskerne, die eigentlich ein Idealbild darstellen. Es ist Metropole und Kiez. Berlin besteht ja aus 12 Bezirken, also hat 12 Bezirke und diese Bezirke sind autonom. Das heißt, sie sind tatsächlich wie andere große Städte auch
Bewilligungsbehörden, was jetzt gerade auch das bauliche Geschehen oder eben die Stadtentwicklung betrifft. Die Senatsverwaltung denkt im Grunde den gesamten Stadtkörper, praktisch die gesamtstädtische Entwicklung und auch die gesamtstädtischen Aufgaben. Und das tut sie zusammen mit den Bezirken. Insoweit ist eine ganz enge, gute Zusammenarbeit mit den Bezirken natürlich ganz wichtig und integraler Bestandteil meiner Arbeit. Und innerhalb dieser Bezirke sind es dann wiederum, jemand hat sie gezählt, die 86 Ortskerne, die im Grunde dieses Gewebe verdichten. Und das ist ein Schatz in Berlin, weil es sich zusammensetzt eben aus diesen vielen, vielen, vielen Ortskernen, wo die Menschen wohnen, in überschaubaren Quantitäten, in ganz unterschiedlichen Qualitäten. Und diese Zentren, also Ortskerne, Stadtteilzentren, sind mir tatsächlich sehr wichtig. Und ich werde mit den Bezirksstadträten, mit den Bezirken gerne darüber sprechen, wie dieses Pfund, was Berlin in seinem Körper hat, wie wir das vielleicht an der einen oder anderen Stelle aufwerten können, wie wir sie weiterentwickeln können und dort eben das Gespräch führen, unsere Hilfe auch anbieten, vielleicht eben von Senatsseite her gemeinsame Perspektiven zu entwickeln, Potenziale zu entdecken, Risiken zu benennen, die es natürlich dann auch in der Post-Corona-Stadt zu diskutieren gibt. Und auf diese Arbeit freue ich mich eigentlich ganz besonders. Aus meiner Tätigkeit an der Berliner Hochschule für Technik und aus meiner Tätigkeit als Architektin im eigenen Büro ist man natürlich an den Kernaufgaben dessen dran, was Architektur und Städtebau bedeutet. Insoweit hat kein Perspektivwechsel stattgefunden. Aus dieser Tätigkeit, wie ich sie gerade beschrieben hatte, oder Tätigkeiten, in das Amt und auch in die Verantwortung als Senatsbaudirektorin. Man ist Teil einer großen Verwaltung. Die Senatsverwaltung für Städtebau, Bauen und Wohnen hat über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen größtenteils und Kollegen. Also strukturell ist das ja im Grunde eine ähnliche Beschäftigung, aber sie ist natürlich ganz anders eingebettet und mit einem anderen Maß auch an Verantwortung verbunden. Das sind also alles das, was die gesamte Stadt betrifft, aber es betrifft natürlich dann doch den ganzen Metropolenraum, den man dort zum Denkraum dann hat. Die Kernaufgabe meiner Tätigkeit oder die Tätigkeit eben der Senatsbaudirektion ist die gesamtstädtische Stadtentwicklung. Und das besteht im Grunde darin, dass das, was das Abgeordnetenhaus von Berlin entscheidet, umgesetzt wird. Eine Exekutive, tatsächlich eine Politiktransformation. Das, was die Regierungsverabredung ist, jetzt mit den drei Koalitionären, wird in unser Haus gebracht. Die Senatsverwaltung, und diese bekommt den Auftrag, das umzusetzen. Jetzt denkt man, Stadtentwicklung ist natürlich Wohnungsneubau, und der Kollege, der sich jetzt den Wohnungsneubau ganz dezidiert in sein Pflichtenheft geschrieben hat, was ist dann die Aufgabe, meine Aufgabe dabei? Im Grunde ist die Aufgabe dann dabei, in Städtebau und Architektur zu einer Qualität zu kommen. Ja, das ist keine quantitative Betrachtung, es ist eine qualitative Betrachtung. Und dann geht es um qualifizierende Verfahren, das heißt, wie werden diese neuen städtischen Quartiere im Innenbereich, auch teilweise eben auch moderat im Außenbereich, wie werden sie konzeptioniert? Was ist
was ist der Anlass dieser Bebauung und wie kann es gelingen, dieses Quartier adäquat mit seinen Vernetzungen in seinem räumlichen Kontext mit den Nachbarschaften zu entwickeln, auch aus einer lokalen Charakteristik heraus, die man an diesem Ort dort kennt, im städtebaulichen Sinne und dann weiter zu qualifizieren bis zum Hochbau. Das heißt, was sind die einzelnen Bausteine? Wie sehen die Häuser aus? Wie verhält sich dieses Haus im Kontext eben mit seinen Gebäuden ringsrum? Und welche Qualität wird dort angestrebt? Und wir haben eigentlich einen sehr hohen Qualitätsmaßstab. Nicht nur von unserem Haus aus, sondern insgesamt. Wir bauen ja in eine Zukunft. Wir bauen ja nicht nur Wohnraum. Wir bauen neue Lebensräume, gute Nachbarschaften. Und da gehört vieles dazu. Da gehört nicht nur die Wohnung dazu. Da gehören auch eine große Nutzungsmischung zum Beispiel dazu. Wir wollen ja keine Schlafstätte an den Rändern wie so Flicken auf so einen Mantel drauf nähen, sondern tatsächlich resiliente, gute Quartiere, die den Menschen auch alles das bieten, was wir in der gewachsenen Stadt, wie zum Beispiel eben in der gründerzeitlichen Stadt, also in der Hubrechtstadt, auch vorfinden. Das heißt kulturelle Einrichtungen, soziale Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, viele unterschiedliche Nutzungen mit Dienstleistungen, Gewerbe, alles Mögliche, was man tatsächlich weiß, dass es braucht, um ein gutes Quartier, lebenswerte Räume und eine gute Nachbarschaft gemeinsam leben zu können. Architektinnen und Architekten sind Aufgabenlöser und Architektinnen und Architekten sind es gewohnt, mit sich teilweise widersprechenden Anforderungen dennoch umgehen zu können. Und das prägt mich mein Leben lang, diese Frage, und beschäftigt mich natürlich auch heute. Und dann habe ich das Bild der Brückenbauerin erfunden. Das heißt, es muss gelingen, alle diese Argumente nachhaltig und dennoch schön, Nutzungsvielfalt und ein gutes Zuhause. Alle diese Argumente, die nach Ökonomie und Ökologie und ja, Sie kennen das alles, gut verkehrlich erschlossen, diversiv aufgestellt, resilient. Diese Argumente schließen sich ja erstmal gar nicht gegenseitig aus, sondern bedingen sich dann auch. Und das ist das, was im Grunde auf dem Pflichtenheft steht. Ja, zu vermitteln, die Brücke zu bauen und Wege und Mittel zu finden, dass man das eine tut, ohne das andere zu lassen. Es gibt tatsächlich Kriterien, die man benennen kann, was eine europäische Stadt auszeichnet. Ja, das ist zum Beispiel eben, wenn man jetzt von der Stofflichkeit dieser Stadt ausgeht, dann ist es ein dichter, kompakter, urbaner Körper mit klaren Räumen. Ja, das sind Plätze, Korridorstraßen mit einer guten Orientierung. Das ist ein städtischer Körper, der Monumente kennt, einzelne Solitäre und aber eine dichte Textur von Alltagsarchitekturen. Es hat auch was mit dem Bürgersinn zu tun. Natürlich, mit dem Freiheitsbegriff. Und es hat wiederum auch was mit sozialen Aspekten zu tun. Die durchmischte Stadt, die Stadt, die ganz viele Nutzungen aufnimmt, die ihren Bürgern etwas bietet an Vielfältigkeit. Zu diesem europäischen Stadtbegriff gehören auch Geschichte und Geschichten dazu. Traditionen und Fortschritt. Und da wird es natürlich sehr komplex, weil in Raum und Zeit eingeschlossen Räume und Baukörper stellvertretend stehen. Und das, finde ich, hat auch etwas sehr Versöhnliches, generationenübergreifende Kontinuität. Jede Generation hat ihre eigenen Fragen, auch ihre eigenen Aufgaben, unterschiedliche bauliche Produkte. Und wenn man in dieser europäischen Stadt spazieren geht, dann kann man sie lesen in ihren Räumen, in ihren Häusern
Und das alles, ja, sagen wir so als Oberbegriff, ist die europäische Stadt. Man sagt ja auch zum Beispiel, Städte funktionieren wie Wohnungen. Ja, wenn man jetzt die Erschließungswege dieser Wohnung und die einzelnen Räume als Häuser liest. Das eine ist wirklich ohne das andere nicht zu denken. Und es ist eigentlich eine fatale Entwicklung gewesen in Deutschland in den 60er, 70er Jahren. Vielleicht hat das auch schon in den 60er Jahren begonnen, dass man gedacht hat, Raumplanung und Stadtplanung ist das eine. Und Architektur ist das andere. Architekten haben sich auch viele Jahrzehnte dieser Debatte im Grunde entzogen. Sie haben Stadtplanungsprojekte gemacht und das einzelne Haus gar nicht mehr konkretisiert, qualifiziert. Das hat man dann der Bauindustrie, den großen Investoren überlassen, diesen Baustein zu denken. Und ich denke, unsere Städte leiden auch immer noch unter diesen Entwicklungen. Und man könnte verstärkt daran gehen, und das wird ja auch so gemacht, diese Stadträume zu requalifizieren, sie urbaner zu machen, sie in eine bessere Durchmischung zu bringen, sowohl, das meint immer sozial, kulturell und natürlich auch dann von den hinterlegten Nutzungen, Funktionen der Städte. Und damit sind die Städte dann auch gleich wieder ökologischer, weil die Wege kürzer werden. Da haben wir viel dazu gelernt und sind gut beraten, uns diese Quartiere auch noch mal genau anzuschauen. Ja, manche Häuser sollen singen, aber es sollen relativ wenige sein. Ja, man stellt sich so einen vielstimmigen Chor vor, der in einer Kakophonie und jedes für sich, ja, singt da vor sich hin. Da wird nichts draus. Also das wird kein Miteinander sein. Manche sind stumm, andere sprechen und ganz wenige singen. Und welche sollen singen? Sollen die dann singen von dem großen Geldbeutel des Investors? Oder sollen sie singen, ob der den Allmachtsfantasien einzelner politischer Gruppen? Oder soll vielleicht unser Gemeinwesen singen? Ja, dass es solche Gebäude gibt, und die gibt es ja Gott sei Dank auch, die für uns als Gesellschaft sprechen, denen es gelingt, stellvertretend für diese Stadtgesellschaft etwas zu repräsentieren, Werte zum Beispiel. Ja. Also jetzt sind wir wieder klassisch bei Rathäusern oder Kirchen. Über Kirchen haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich bin evangelisch, ehrenamtlich auch sehr engagiert in der evangelischen Kirche, jetzt im Berliner Dom. Ich finde, auch Kirchen zum Beispiel sind herausragende Gebäude, die ob ihrer Geschichte, ihrer kulturellen, also Kultusnutzung, sehr viel zu erzählen haben, wie Menschen gesiedelt, wie Menschen gesiedelt haben, sich eine Form gegeben haben und dann wenige Gebäude über ein Jahrtausend genutzt werden, geliebt werden, unterhalten werden, bei Zerstörung wieder aufgebaut, bei Brand wieder aufgebaut. Und da ist so viel Energie drin und das spürt man ja auch. Das sind ja hoch aufgeladene Räume. Und das Gleiche ist auch bei Rathäusern eigentlich. Ja? Wissen Sie, es gibt so einen anderen Spruch, der sagt, Architektur verherrlicht immer. Also eine Bauaufgabe Kindergarten muss diesen Kindergarten verherrlichen. Und eine Bauaufgabe nach sozialem Wohnungsbau als Wohnhaus muss diese Bauaufgabe verherrlichen. Aber immer angemessen, finde ich. Und vor allen Dingen in einer Gemeinschaft von Häusern und Räumen, über Jahrhunderte abgelagert, haben sich dort eben Geschichten und hat sich Geschichte lesbar im Raum manifestiert. Und manche Gebäude sollten tatsächlich singen. Und das sollte aber nicht ein Einzelner entscheiden, ja, oft ist es natürlich auch so, sondern die Gesellschaft generiert diese Werte und unterhält sie dann auch, ja.
Vielleicht gibt es auch manche Dinge, die mal gesungen haben, die dann in ihrem Wert, in ihrer Anerkennung des Wertes, die Anerkennung für ihren Wert hat dann abgenommen und dann sind sie halt einfach nicht mehr geliebt worden und wurden nicht mehr unterhalten und wurden dann bei der ersten Gelegenheit abgerissen. Aber das sind auch vielleicht in ihren Fehlstellen singende Häuser. Da singt die Fehlstelle. Jetzt müsste ich mich erstmal entscheiden, ist es ein Neubau oder ist es ein Umbau? Und ich würde mich immer für den Umbau entscheiden. Weil einfach die Komplexität dieses Gebäudes, was sinkt, in seiner Umgebung nochmal anspruchsvoller ist, dichter, also wie soll man, dichter erzählt. Also vielleicht ist es das Meterhaus. Ich weiß nicht, ob Sie das Meterhaus kennen an der Leibnizstraße. Ja, das wurde gebaut um 1924 für eine ganz andere Bauaufgabe. Da war Charlottenburg, da war jetzt genau ja, Berlin als Metropole, Groß-Berlin gebildet worden. Und es war notwendig, dass man eben ein ganz einheitliches Stromerzeugungs- und Stromverteilungskonzept denkt. Ja, praktisch in dieser neu gegründeten Groß-Berlin-Formation sollte ja nicht jede ehemalige Stadt oder jedes ehemalige Dorf seine eigene Elektrizität haben, sondern in einem Gesamtgefüge. Und das heißt, diese Bauaufgabe war so ganz anders. Die Charlottenburg war so ganz anders als heute. Und dennoch steht dieses Gebäude heute mit einer vollkommen veränderten Nutzung, auch stark umgebaut im Inneren, um es halt dann eben für die neue Nutzung zu adaptieren. Und das ist für unser Werk, glaube ich, was singt. Und beim Meterhaus, das ist sehr schön miteinander verwoben, das historische Gebäude, weil es auch ein ganz tolles Gebäude von Hans-Heinrich Müller ist. Und dann eben für die neue Nutzung das Wesen, die DNA erhalten, sodass man beides hat. Man ist in einem Großabspannwerk und man ist in einer Firmenzentrale eines großen Berliner Betriebes. Und das finde ich ganz toll. Und dabei auch weiterbaubar bleiben, das finde ich nochmal wichtig. Also man übernimmt ein Stück weit wie beim Staffellauf. Ja? Jeder übernimmt für eine Wegstrecke diesen Staffel und tut es nach bestem Wissen und Gewissen und ändert diese Staffelstab und schmeißt ihn auch nicht weg. Oder ich gebe ihn jetzt gar nicht mehr her, das ist jetzt mein Staffelstab, den gebe ich jetzt nicht weiter. Sondern das ist so, wir alle sind zu Gast in dieser Stadt, ja, für Best-Case-Szenario, 100 Jahre und wir bringen uns ein, jeder an seiner Stelle, Architekten da, wo sie halt sind. Und dann geht es aber weiter mit dieser Stadt, mit den Gebäuden, mit den Parzellen, mit den Geschichten, mit den Schichten. Und das finden wir auch in Venedig so schön. Ja, da hat man auch nicht alle 30 Jahre alles gnadenlos abgerissen, nur weil die Abschreibung jetzt durch war oder so. Sondern man hat das der Altvorderen genutzt, um sich daran zu reiben, Fragen zu stellen, Antworten zu geben, was auch immer, und es weiter zu transportieren für uns alle. Da ging auch ein Wunsch in Erfüllung, den man so selber hatte als Anliegen. Ich bin ja zu diesem Bauen im Bestand gekommen dadurch, dass ich habe halt 1985 Diplom gemacht. Und 1985 gab es nicht sehr viele Bauaufgaben. Es gab eine richtig große, und das war eben die Instandsetzung und Modernisierung der Altbauten in West-Berlin. Ja, das war ja noch vor der Wiedervereinigung. Und wir alle erinnern uns, in welchem schlechten Zustand diese Altbauten waren, weil sie am liebsten hätten abgerissen werden sollen, um sie durch Neubauten zu ersetzen. Aber dann gab es eben diese Altbau-IBA, ja, mit Hartwalter Hämer und Josef Paul Kleihus, vor allen Dingen Hämer, die Werte, die darin in dieser Siedlungsform der Blockrandschließung mit ihrer Sozialstruktur, Vorderhaus, Seitenflügel, Quergebäude, so viele unterschiedliche Menschen mit ihren unterschiedlichen Talenten und Chancen auch in dieser Stadt, haben alle an einer Adresse gewohnt. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Familien im Vorderhaus auch den Familien im Seitenflügel und im Hinterhaus geholfen haben. Also dass man das, was da gewachsen ist in Berlin und wozu Berlin ja auch, was Berlin ja doll charakterisiert, dass ich helfen konnte, dieses mit zu sanieren. Ja, sanieren heißt ja immer gar nicht viel, weil es wirklich
eine ganz, wie soll man sagen, ich war total überzeugt von dieser Form der Stadt für Berlin. Und so habe ich dann eben angefangen, mir diese historischen Baukonstruktionen solide ins Säckel zu packen und konnte dann die Komplexität auch der Bauaufgaben vergrößern oder vertiefen und habe da wirklich mein Thema gefunden. Wenn es ein wichtiges Thema für Berlin gibt, dann ist das die Frage der Klimaneutralität. Und das Bauen hat einen wesentlichen Beitrag dazu zu leisten. Wir alle haben den Knall gehört, spätestens mit den Bildern, die wir gesehen haben aus dem Ahrtal, aber auch mit vielen anderen Bildern oder Diskussionen ist es klar, dass Berlin einen deutlichen Beitrag zur Klimaneutralität leisten muss. Die Beschäftigung mit Bestandsbauten, das ist ja das ist meine Schwerpunktarbeit, mit der ich mich die letzten 35 Jahre beschäftigt habe, bietet da natürlich einen integralen Bestandteil. Sie müssen sich vorstellen, diese Gebäude wurden in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren gebaut. Die Materialien dafür wurden hergerichtet. Die Materialien wurden an diesen Einbauort gebracht. Die Materialien wurden in eine Fügung gebracht, dann auch fertig. Sie wurden Jahrzehnte unterhalten. Und sie haben so viel graue Energie gebunden, dass sich die Frage, ob wir diese Häuser abreißen, sie wieder zu rezyklieren, das heißt wieder in den Stoffekreislauf zurückbringen, sich eigentlich fast gar nicht mehr stellt. Wir können uns das eigentlich gar nicht mehr leisten. Das sind große Themen, die uns wirklich beschäftigen. Und ich bin ganz froh, dass ich mit meinen Erfahrungen, die ich habe sammeln dürfen, sowohl aus Forschung, Lehre, aber eben auch aus der praktischen Anwendung und meiner fachlichen Vertiefung, professionellen Vertiefung, dort jetzt einen Beitrag leisten kann. Wir haben bei dem Jahn-Sportpark und dort vor allen Dingen bei dem Jahn-Sportstadion wirklich gerungen, auch sowohl in der ersten Phase, die noch ohne mich gelaufen ist, die Frage gestellt, welche Möglichkeiten haben wir, mit diesem Bestandsgebäude umzugehen, als Gesellschaft, ja, der Bezirk, aber natürlich auch jetzt die Senatsverwaltung. Wir haben redlich untersuchen lassen von Architektinnen und Architekten, Planerinnen, Planern, wie sähe ein Neubau aus? Welche Chancen und Risiken bietet das? Wie sähe ein Umbau im Bestand aus? Welche Chancen und Risiken bietet das? Und dann gab es noch eine dritte Variante, die einen Neubau aber an anderer Stelle vorgesehen hat. Eine ganz ähnlich gelagerte Frage, jetzt gerade in der vergangenen Woche, ein Wettbewerb darüber, wie das Kaufhaus Karstadt am Hermannplatz sich aufstellen soll. Und ich finde, in vorbildlicher Weise hat dort der Bauherr entschieden, dass der Rohbau aus den 70er Jahren erhalten bleibt und eben aufgerüstet wird dann für das Bauvorhaben. Und wir könnten auch während dieses Wettbewerbes, der in der vergangenen Woche stattgefunden hat, für ein erweitertes Wettbewerbsgebiet, also nicht das Kaufhaus an sich, sondern der Bereich hinter diesem Kaufhaus zwischen Hasenheide und Urbanstraße, auch eine Arbeit als gleichberechtigte Arbeit als ersten Preis platzieren, die das Parkhaus nicht abgerissen hat, sondern weiterentwickelt. Und ich finde, das sind wirklich zukunftsweisende, integrierte Planungen, in diesem zukunftsfähig machen und aber tatsächlich sich ökologisch und nachhaltig zu verhalten, das auch wirklich ernst zu nehmen als eine Aufgabe, die man beantworten muss an dieser Stelle. Ja, was muss die Voraussetzung sein, um Projekte, die in ganz langen Warteschleifen hängen, entscheiden zu können? Die
Überhaupt eine Stadtgesellschaft an und für sich ist ja sehr diversiv aufgestellt. Und das aus gutem Grund. Das macht sie eben auch zu einem lebenswerten Ort. Was für das eine Chance ist, ist aber für andere Debatten auch ein Risiko. Wir verfolgen ja viele Themen in dieser Stadt, die äußerst kontrovers diskutiert werden, über Jahrzehnte. Dann stellt sich so eine Müdigkeit natürlich auch ein. Manchmal sagt man, soll's die Generation nach uns entscheiden. Das ist natürlich vielleicht auch eine bequeme Antwort, weil wir es heute nicht entscheiden wollen oder nicht können. Unseren Kindern hat man früher immer gesagt, ich kann nicht, wohnt in der Ich-will-nicht-Straße. Vielleicht gibt es auch Entscheidungen, die wir nicht treffen wollen, weil wir sie nicht können. Aber manche Entscheidungen, glaube ich schon, dass man sie mit einer besseren Moderation und auch mit einer besseren, Kenntnis darüber, was muss man an welcher Stelle des Entscheidungsprozesses entscheiden und was braucht man auch dann nicht mehr zu entscheiden. Also sind es aufeinander aufbauende Entscheidungen, die nachher zum Entscheidungsbeschluss führen. Daran hat es vielleicht in den letzten Zeiten gemangelt, genau zu wissen, an welcher Stelle kann ich was entscheiden, um zu einem Fortschritt zu kommen. Manche Entscheidungen werden uns dann auch abgenommen als Stadtgesellschaft. Ich erinnere an die Bauakademie. Da entscheidet dann jemand ganz anderes, mag sich diese Debatte nicht mehr anhören und sagt, alles, was das Land bislang gedacht hat, waren ja gute Sachen, aber sie haben den Sack nicht zugemacht. Dieses Sack zumachen ist jetzt in der letzten oder jüngeren Geschichte zweimal geschehen. Das war jedes Mal der Bund bei der Frage der Bauakademie und bei der Frage des Areals des Kulturforums. Da waren viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, da waren viele Kolleginnen und Kollegen Jahrzehnte beschäftigt mit dieser Frage und haben es zu keinem Ende gebracht. An was mangelt es da? Mangelt es an Gemeinschaftssinn, wenn man nicht den Sack zumachen kann, wenn man darauf wartet, dass Mama und Papa kommt und den Sack zumachen? Ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir Erwachsene miteinander umgehen und Prozesse wirklich konstruktiv verfolgen können, um für uns selbst zu entscheiden und nicht auf den Bund zu warten, wie in den beiden vorgenannten Fällen. Ja, die gemeinsame Landesplanung ist ja ein ganz wunderbares Thema. Und das beschäftigt auch viele Menschen. Es beschäftigt die Berliner und es beschäftigt die Brandenburger. Wir sind, glaube ich, ganz gut beraten, das zusammenzutun, auf Augenhöhe zu tun. Und das, was ich, das untersteht ja auch dann mir. Und ich verfolge das intensiv und lasse mich da über alle Schritte auch tatsächlich informieren, weil ich ein ganz großes Interesse daran habe. Berlin in seinem Siedlungsstern, so wie wir diese Abbildung ja kennen, mit den ungefähr 12 Entwicklungsräumen, die sternartig nach Brandenburg hinein wirken, dazwischen die Regionalparks, das ist ja fast eine idealtypische Verzahnung von Stadt und Land. Es bringt zum einen die Entwicklung in das Land und das hilft dem Land und der Stadt, beiderseits. Berlin ist auch ein Stück weit angewiesen auf Brandenburg, weil es bei uns für Bauvorhaben zum Beispiel gar nicht mehr genug Ausgleichsflächen gibt. Das heißt, auch dort wird die Not zur Tugend gemacht und das sind wunderbare Möglichkeiten für beide, Brandenburg und Berlin, dort Ausgleichsflächen anzulegen. Das heißt, zur Qualifizierung dieser Regionalparks, die ja fingerartig auch in unsere Stadt hineinragen, aufzuwerten, zu wirklich vollwertigen Grünräumen zu machen, die sich diversiv, resilient aufstellen, die für das Berliner Stadtklima ja auch außerordentlich wichtig sind. Und es
hilft auch zu verhindern, dass wir so einen richtigen Speckgürtel anlegen, wie man das aus oberitalienischen Städten kennt, wo man dann nach 45 Minuten durch Hillbilly und Schönheitsverbotszonen endlich in den Stadtkern kommt. Das ist ein Bild, das überhaupt gar nicht, ja, das taugt gar nicht, das wissen auch alle. Umso wichtiger ist es, dass man die Planungen gemeinsam abstimmt. Und das ist ja auch so. Ich sehe da die Kolleginnen und Kollegen wunderbar aufgestellt, in einem großen Überblick zum einen zu arbeiten, aber eben auch tatsächlich ganz konkret an den Orten zu arbeiten und dort mit Planungsinstrumenten zu agieren, die für dieses idealtypische Bild ganz wichtig sind, damit es eben dann auch so erhalten bleibt oder im Gegenteil noch besser ausgebaut werden kann. Als wir dann nach der Wiedervereinigung auch die Möglichkeit hatten, das Land um Berlin herum besser kennenzulernen. Und ich bin aus einer Familie, sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits, waren Landwirte. Und ich habe eine wirklich große Sehnsucht danach, auch Land zu erleben. Hatten wir die Möglichkeit, uns auch dort ein bisschen anzusiedeln, eben an der Grenze von Brandenburg nach Sachsen-Anhalt. Das war relativ früh, das ist schon vor 26, 27 Jahren jetzt gewesen. Und das haben wir am Anfang erlebt, dass da zwei Welten oder viele Welten zusammenkommen, die sich so noch nicht kannten, noch keine größere Berührung hatten. Und was in den letzten fast 27 Jahren an Entwicklung auch dort stattgefunden hat, und ich meine jetzt keine bauliche Entwicklung, sondern eine Annäherungsentwicklung in dem gegenseitigen Verständnis der Städter und derjenigen, die auf dem Land gewohnt haben, das ist enorm. Also es ist ja jetzt nicht nur so, dass die Berliner jedes Wochenende kommen und die Brandenburger zum Einkaufen ja, irgendwie in die Stadt fahren, sondern das ist ja, da gibt es jetzt so viele, in der Lebensform so viele Möglichkeiten, dass man auf dem Land wohnt als Brandenburger und in die Stadt zur Arbeit fährt. Ja? Und auf einmal kann man das dann auch beurteilen aus der Sicht der Berlinerinnen und Berliner. So wie wir jetzt mehr Land geworden sind, weiß man auch die Vorzüge der Beziehung in die Stadt zu schätzen. Und dank der Digitalisierung, die wirklich vorbildlich, das muss ich wirklich sagen, also eine hervorragende Glasfaseranschluss haben wir dort bekommen im Landkreis Stendal, ist es ja, ja und mit Corona und so weiter ja dann auch gekommen, dass es ist ja egal, wo man arbeitet. Und das eröffnet noch mal mehr Perspektiven. Das heißt, das leerstehende Schulhaus, der leerstehende eine oder andere Dreiseithof, der für ganz neue Nutzungen auf einmal genutzt wird. Und damit stellt sich, unser kleines Dorf hat vielleicht 35 Häuser und 100 Einwohner, was dort eine Entwicklung ja, stattgefunden hat, mentale Entwicklungen, technische Entwicklungen, die das ermöglicht, dass diese harte Grenze zwischen Städtern und Landbewohnern gibt es ja so gar nicht mehr. Ja, diese, was die Möglichkeit alleine der Nutzung der Immobilien dort betrifft, also der Häuser, die es ja dort auch schon immer gab. Neu bauen darf man an diesem Ort da sowieso jetzt erstmal nicht, weil er halt umschlossen ist von Natur- und Landschaftsschutzgebieten. Aber wie sich das geöffnet hat und wie es ganz viele unterschiedliche Lebensprogramme gibt, das ist Gott sei Dank nicht mehr so festgefahren. Und so wie die Stadt das Land braucht, braucht auch das Dorf die Stadt. Als Entwicklungsperspektive, als, ja, dass man sich die Welt in das Dorf holt, ist ja ganz leicht machbar. Und so holt man sich dann auch das Land in die Stadt. Wunderbare Entwicklung.